Es ist total super. Ich weiß zwar nicht, was ich mache. Egal, Hauptsache die BVZ, eine Zeitung hier aus unserem Bezirk, berichtet über das, was ich mache. Servus, liebe YouTube-Gemeinde. Schön, dass ihr wieder Zeit gefunden habt. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir ein besonderes Projekt, das Schönste herstellen. Was es genau wird, weiß ich eigentlich gar nicht. Ich will einfach so etwas machen. Und jetzt werden wir mal schauen, wie wir das konstruieren. Ich hoffe, ihr könnt das so halbwegs sehen. Das wird das Gestell sein. Das hier werde ich 6 Grad machen. So, dann liegt hier die Platte. Das war nur ein Test. Das ist mir zu breit. Das wird schmäler sein. Und hier unten geht ein Stück nach unten, so quasi wie eine Blende, damit das Ganze so Stabilität hat. Sonst würde das Gestell so wackeln. So kann es nicht wackeln, da hier dieses A quasi eigentlich nicht wackeln kann. Das Ganze werden wir in Eiche machen. Wenn ich mir jetzt ungefähr vorstelle, das Gestell, ich glaube, so hoch, 70 cm. Die Höhe werden wir machen 50 cm. Ja, das muss ich mir immer so her, dass ich mir das vorstellen kann. Da mache ich es immer so. Hier sind die 70 und hier sind die 50. Jetzt weiß ich von vorne gesehen, schaut das so aus und die Platte ist circa hier. Dann werden wir die Tiefe, wird circa 40 sein, das ergibt der Winkel. Das war's jetzt. Holzstärke werden wir circa 20 mm nehmen. Das werden so Reste werden. Wir werden beim oberen Teil einen Federzapfen machen, dass man das schön sieht. Wenn man vorbeigeht, sieht man die Verbindung. Durchgestemmt natürlich, dass man auch den Zapfen sieht. Und hier unten werden wir einen durchgestemmten machen. Verkeilen müssen wir hier nichts. Das hat eigentlich nichts zu halten. 6 Grad schreibe ich mir noch her. Ich schreibe mir jetzt noch genau die Stückzahl heraus, was ich brauche, was abgelenkt gehört. Nein, geht nicht Kaffee trinken, denn ich schneide das und es geht ja gleich weiter. Also einfach dranbleiben. Oder ihr drückt auf Pause. Genau, drückt auf Pause, holt euch einen Kaffee und dann, wenn ihr hier seid, drückt wieder auf Play und es geht weiter. Und ihr werdet sehen, es ist wie wenn nichts gewesen wäre. Das war jetzt wieder sehr eigenartig. Und wie schaut's aus? Habt ihr euch einen Kaffee geholt? Ich habe weitergearbeitet. In der Zwischenzeit habe ich mir diese Schablone gebaut. Wenn ich längere Teile habe, kann ich ja das mit meiner Tischfräse Schlitz und Zapfen machen. Bei kürzeren Teilen ist das bei meiner Fräse schwer möglich, denn der Fräser ist ungefähr 50, 60 cm vom Schiebetisch weg. Und das ist, ich fühle mich dabei nicht sicher. Und die Genauigkeit ist auch ein anderes Thema. Bei diesem kleinen Gestell, was wir jetzt machen, geht das nicht. Auf jeden Fall habe ich mir diesen Winkel gemacht. Hier habe ich lamelliert, dass kein Schraube nicht ist, denn wenn ich mal ins Kreissägeblatt hineinkommen sollte, dass das Blatt nicht kaputt wird. Dann später, wenn das trocken ist, werde ich mir das hier reinleimen und dann kann ich mir hier seitlich ein Teil immer hinschrauben und das zu schneidende Teil anzwingen mit einer Zwinge, mit einer Einhandzwinge und dann kann ich an der Kreissäge, an dem Parallelanschlag vorbeitauchen und kann mir hier Schlitz und Zapfen eigentlich schneiden bei kürzeren Teilen. Spaltkeil herunternehmen und es geht schon dahin. Oder ein Spaltkeil unter das Kreissägeblatt und man kann Schlitz und Zapfen schneiden mit der Kreissäge. Das habe ich schon hin und wieder gemacht, also ab und zu, selten, aber immer irgendwie so russisch, also nicht genau. Jetzt habe ich mir hier einen ordentlichen Winkel gemacht, damit das in Zukunft auch ordentliche Schnitte werden und nicht so Auge mal B. Es ist ein Traktor vorbeigefahren, daher war die Lautstärke jetzt traktorisch. Ich habe mir hier so einen Winkel besorgt. Hier an diesem Winkel kann man hier ganz genau einstellen die Gerade. Ich habe mir hier 96 eingestellt, somit habe ich 6 Grad, sind die Füße geneigt. Habe mir das mit dem Schrägmaß, mit der Schmiege abgenommen und somit konnte ich meine Teile schneiden. Und das passt ganz genau. Jetzt habe ich mir das hier so hergelegt und kann mir das schon ungefähr anschauen, wie ich das will. Ich weiß nicht, was ich mache. Es ist auch egal. Hauptsache die BVZ berichtet darüber. Und jetzt werde ich circa hier ein Teil geben. Hier. Das ist 27 und hier oben ist es 22. Hier in meiner Kreissäge habe ich hier einen super Anschlag für so schräge Schnitte und jetzt schneiden wir. Du süßes Engelein,
bist ja noch so klein, doch wie dein Herz als Schnee, schau wie du lachst. Wo noch die Unschuld blüht, da wohnt dein zartes Gemüt, das unsere Hoffnung trägt, schau wie du lachst. Jetzt habe ich mir hier mit Streichmaß diese 6 cm angerissen, dass ich es weiß, und hier einen Riss, damit ich weiß, wie tief. Denn hier werden die Zapfen geschnitten an diesen Teilen. Und hier wird eingestemmt. Mit dem Langlochbohrer werden wir das machen. Ich mache mit der Kreissäge hier mal einen Schnitt, dass es schön ist, und dann werden wir so schneiden. Mein Kreissägeblatt geht nicht so weit nach unten, jetzt habe ich mir diese Platte beilegen müssen. Der Anschlag hat ja noch die 6 Grad und jetzt kann ich hier schneiden. Und die andere Seite. Diese Seite kann ich jetzt nicht schneiden, da muss ich den Anschlag nicht auf 84 Grad, das sind die 6 Grad, ich muss ihn auf 96 stellen. Das Streichmaß ist noch eingestellt, jetzt schneide ich einmal das. Ich erzähle euch eine Geschichte aus der alten, aus der vergangenen Zeit. Das Überleben war wichtig, der Überfluss war nicht gegeben. Somit war die Wärme in den Herzen der Menschen fühlbar, ja spürbar. In unserer jetzigen Zeit leben wir so schnell, dass wir das Wichtigste vergessen. Wir verlieren das, was wichtig ist. Wir verlieren uns selbst. So vieles gibt die Welt uns. Und doch ist es das Schönste. Ja, das Schönste sind die Kinderaugen, die strahlen. Du süßes Engelein. Der nächste Schritt ist natürlich den Zapfen absetzen. Und da muss dieses Gestell fertig werden. Aber zum Glück ist gerade Mittagszeit. Ich gehe jetzt essen und dann spanne ich es aus. Und dann geht's weiter. Der Anschlag ist fertig, der erklärt sich sowieso von selbst. Zu beachten ist nur, dass der rechte Winkel stimmt. Wenn man eventuell nicht im rechten Winkel ist, kann man hier was beilegen oder weg. Schleifen was, dass man ihn genau bekommt, aber ich habe genau zugeschnitten und somit passt das. Jetzt habe ich mir das hier eingestellt und habe eine gute Idee gehabt. Zuerst dachte ich, ich muss hier eine Leiste geben für die Gerade, aber ich sitze hier unten ja sowieso immer auf. Schau einfach, dass ich hier an dieses Teil hier, was ich mir hergezwingt habe, anliege. Oben eine Zwinge. Und gegen den Druck, der hier kommt, hält dieses Teil. Also perfekt, jetzt brauche ich nur aufdrehen und schneiden. Jetzt habe ich mir das hier so zusammengepresst. Das kann ich mir hier anzeichnen, damit ich weiß, wo ich hier rein muss. So, übertragen. Mein Schrägmaß müsste genau her. Ja. Und so, jetzt ist das angerissen. Wichtig bei sowas ist, der obere Zapfen muss natürlich geteilt werden. Hier sollte der Zapfen 1/5 sein. Der Rahmen vom Rahmen, also der Rahmen ist 5 cm, 1/5 davon ist 1 cm. Also hier ist 1 cm. Ja. Und die Feder ist 2/5 lang, das heißt 2 cm. Und das reiße ich mir jetzt überall an. Mit dem Streichmaß, wenn ich 4 cm einstelle, habe ich genau diese Einteilung, die ich brauche. Also hier so, und das kann ich dann gleich ausschneiden, wenn ich alle angerissen habe. Ja? Und 2/5 die Federtiefe sind 2 cm. Das hier muss weg. Ich setze den Zapfen um 5 mm überall ab, denn dann tut man sich leichter,
dann muss man nicht so genau arbeiten. Wenn ich das hier absetze, sieht man den Eingang vom Geständen nicht, falls es nicht schön wird. Eigentlich hätte ich das auch berücksichtigen müssen. 4,5 nur durch dieses Teil, das ich hier wegschneide. So wie das hier sieht das jetzt aus. Hier die Schräge, das und hier unten ist es abgesetzt. Und das kommt dann so hinein. Hier oben sieht man die Feder. Das ist, dass ich das Teil nicht drehen kann. Aber trotzdem ist der Schlitz gestärkt. Denn wenn ich hier einen durchgehenden Zapfen hätte, wäre der Schlitz hier so geschwächt, dass er nicht viel hält. Und durch so einen Federzapfen hält der Rahmen trotzdem gut. Wenn man hier noch einen Keil hineingibt, ist das panzertauglich. Ja. Auf jeden Fall das Abgesetzte, wie schon gesagt, dass ich hier innen keinen Schaden anrichten kann beim Stemmen, wird das von dieser Wange hier abgedeckt. Jetzt zeige ich euch eines vor, wie ich das geschnitten habe. Also angerissen ist es ja schon alles. Schneide ich zuerst hier nach unten. Also man kann sich das natürlich auch dann schön anreißen. Den Zentimeter hier und den Zentimeter hier. Ich reiße mir das im Normalfall nicht an. Hier habe ich die 5 noch eingestellt. Kann ich mir hier hinten anreißen. Und hier brauche ich sowieso einen Bleistiftstrich. Hier ist es. Schwer zu sehen. So, jetzt ist das auch fertig geschnitten. Jetzt habe ich diese 2 noch zu schneiden. Hier muss ich aber nur immer absetzen. Lieber lässt man hier ein wenig stehen und kratzt dann mit dem Stemmeisen nach. Denn an diesen beiden Wangen entlang zu schneiden. Hier habe ich mir jetzt alles angerissen wegen dem Stemmen. Wird mit der Langlochbohrmaschine werden diese Schlitze eingestemmt. Ich muss mir das so schräg herspannen, damit ich quasi gerade den Schlitz entlang, weil es ja schräg ist. Ich hoffe, ich habe das jetzt verständlich gesagt, erklärt. Der Vorteil bei so einer Fräse ist, dass das Werkstück hier niedergespannt ist. Bei kombinierten Maschinen, oft wo die Abrichtmaschine oder Kreissäge kombiniert ist mit einer Langlochbohrmaschine, muss man das Werkstück bewegen. Und das ist bei diesem kleinen Teil jetzt egal, aber wenn man eine Türe oder so bearbeitet, ist das so sinnvoller. Natürlich sind jetzt meine Bohrungen rund. Kann man das sehen? Die sind jetzt rund. Und die will ich natürlich eckig haben. Ich nehme ein 6er Stemmeisen, das ist genauso breit wie die Fräsung. Und schlage das nach in der Schräge, wie der Zapfen hineinkommt. Drehe ich das Teil um. Und so sieht die Verbindung dann aus. Das muss natürlich noch geleimt werden. Das sollte auch noch passen. Vielleicht muss ich es noch ein wenig nachputzen, aber im Großen und Ganzen sollte es hineingehen. Kann ich das mit dem anderen zusammenlegen, ob ich hier genau bin. Jetzt ist das fertig, jetzt werde ich eine 2 mm Rundung anfräsen, zuerst schleifen. Hier habe ich einmal zu tief hineingebohrt, das ist der einzige Fehler, der hier passiert ist, aber wie ich mich kenne, werden noch weitere Fehler folgen. Den einen Rahmen habe ich schon eingespannt, der ist schon fertig. Und den zweiten machen wir jetzt fertig. Da seid ihr dabei. Leben war wichtig,
Der Überfluss war nicht gegeben, somit war die Wärme in den Herzen der Menschen fühlbar. Dann fräse ich eine 2 mm Rundung an. In unserer jetzigen Zeit leben wir so schnell, dass wir das Wichtigste... Hier muss ich die Rundung mit der Feile machen, denn da konnte ich mit der Fräse nicht fahren, weil der Anlaufring natürlich, also der Zapfen ist natürlich im Weg. Doch ist es das Schönste, ja das Schönste sind die Kinderaugen. Geschliffen ist alles, jetzt geht's ans Leimen. Nicht zu viel Leim, sonst kommt alles heraus. Und dann hat man unnötig das ganze Geld für den Leim ausgegeben. Und ja. Schau, wie du lachst. Nach dem Schleifen habe ich mir das Winkelzeichen wieder hergemacht, damit ich weiß, wo die Teile hinkommen. Den Leim nehme ich hier gleich weg und wische ihn wieder zurück. Im tiefen Tal zwischen den Bergen wohnte das Mutterl mit ihrem Sohn. Gestern erst kamen drei üble Schergen, ihr wegzunehmen mit Spott und Hohn. Die letzte Habe, die letzte Ziege, die kleinen Hennen, die einzige Kuh. Doch statt zu klagen, trat sie an die Wiege. Jetzt so noch nieder, also das ist nicht verzogen, trocknet besser gesagt. So sieht das jetzt aus. Süßes Engelein, du bist ja so. Das lassen wir jetzt trocknen und dann kommt hier ein Brett hinein und oben noch eine Strebe, die habe ich gemacht, ohne dass ihr das gesehen habt. Da habe ich einen kleinen Zapfen gemacht und hier eine kleine Nut, also einen Schlitz eingestemmt. Das wird oben sein, dass es nicht schaukelt. Das ist mir dann eigentlich unterm Bauen eingefallen, habe mir gedacht, wenn nur ein Brett drinnen liegt, das schaukelt ja wie eine Kinderschaukel. Schade, dass ihr diese kleine 2 mm Rundung nicht sehen könnt. Die wirkt sehr edel. Aber auf jeden Fall trocknen lassen und dann geht's weiter. Ein neuer Tag ist angebrochen, das hat trocknen können. Ich habe das jetzt alles geschliffen. Jetzt werde ich das noch fertig schleifen. So, und jetzt werde ich hier diese Stäbchen herleimen, damit ich dann die Fächer, das Fach quasi hineinlegen kann und anschrauben. Jetzt messe ich, wie viel hier ist. Hier ist 3, das heißt 15 mm. Hier, wo gestemmt ist, sonst habe ich ein Problem. Einmal nicht mitdenken und schon ist alles dahin. So, unten bündig. Hier sollte es bündig sein, das kann ich zum Ofen legen. Und das nächste Stück. So, jetzt ist das trockener. Jetzt teile ich mir das hier auf. 5 mm springe ich am Rand hinein. Und dann hier passt so. Das Ausgebrochene sieht man dann sowieso nicht. Das werden wir hier einleimen. Hier ist mir aber ein Fehler passiert. Hier habe ich 5 mm Zapfen geschnitten und das Loch ist 6 mm. Jetzt haben wir ein Spiel, einen Millimeter. Aber da gibt es eine Lösung. Ich nehme das Ganze und werfe es in den Ofen hinein und dann ist es weg. Und dann fangen wir wieder von vorne an. Oder wir machen eine andere Lösung, wir nehmen hier oben einen BU-Leim und der BU-Leim geht auf wie ein Germknödel und dann passt das auch. Also ist das gar nicht falsch, ich könnte ja sagen, ich wollte das. Das kann mir kein Mensch beweisen. Die schönere Seite drehe ich rauf. Du süßes Engelein, du bist ja noch so klein. Doch wie dein Herz als Schnee, schau wie du lachst, wo noch die Unschuld blüht, da wohnt dein zartes Gemüt, das unsere Hoffnung trägt, schau wie du lachst. Ich
erzähle euch eine Geschichte aus der alten, aus der vergangenen Zeit. So, jetzt muss man nur warten, bis das trocknet. Hier, so sieht das aus. Hier sieht man dann die Verbindung schön, wenn es geölt ist. Hier dasselbe, hier und hier diesen BU-Leim muss ich dann weg, wenn es trocken ist, aber gefällt mir schon mal sehr, sehr gut. Der Kleber sollte trocken sein. Jetzt putzen wir noch den Leim weg, also den BU-Kleber. Schönste sind die Kinderaugen, die strahlen. Du süßes Engelein, du bist ja noch so klein. Doch wie dein Herz schlägt, schau wie du lachst. Was ich genau mache, weiß ich nicht. Aber die BVZ berichtet darüber und das ist wichtig. Und fertig. Nach 5-6 Stunden, wenn das jetzt trocken ist, das ist ein anderes Öl, ein neues Öl, das ich hier das erste Mal verwende. Schauen wir, wie es wird. Denn beim Leinenöl stört mich wirklich dieser lange Trocknungsprozess. Ich habe den Platz nicht, um das hier aufzulegen. Auf jeden Fall lasse ich das jetzt stehen, 5 Stunden circa. Dann werde ich einen 220er Zwischenschliff machen und nochmal streichen. Aber das muss ich euch nicht zeigen, denn im Fernsehen sieht man das ja nicht so gut. Außer ihr seht das vielleicht besser auf euren TV-Geräten. Mein Fernseher ist so ein altes Teil. Ich sehe eigentlich großteils nur schwarz-weiß, also von daher ist das egal. Ich sage danke, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Wenn ihr sagen könnt, was das genau ist, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das in die Kommentare reinschreibt, damit ich auch selbst weiß, für was das zu benutzen ist. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Drückt, ich verrede mich heute sehr viel, das ist glaube ich der Niederdruck, das Niederdruckwetter. Drückt, gefällt mir, abonniert diesen Kanal, bleibt gewogen, also nicht gewichtsmäßig, stellt euch nicht auf die Waage. Bis zum nächsten Mal, wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss, Papa. Euer Manuel. Tschüss.